Pauli von links nach rechts in der 15. Spielminute mit der 1:0-Führung. Max Kruse, Saisontor Nummer 7. Kruse explodiert in dieser Spielzeit. Der torgefährlichste Mittelfeldspieler der zweiten Fußball-Bundesliga. Allerdings, es war natürlich ein klarer Torwartpatzer von Michael Ratajczak. Düsseldorf hatte offensiv eigentlich wenig zu melden im Durchgang 1. Dann Lamberts in der 45. Spielminute. Ein fulminanter Schuss zum 1:1. Das hier im Grunde die einzige echte Düsseldorfer Chance. Super gemacht vom Düsseldorfer Kapitän. Damit ging es beim Spielstand von 1:1 in die Kabine. Hälfte 2. Nach einer Riesenmöglichkeit für Pauli im direkten Gegenzug. Dieser Konter abgeschlossen von Lamberts. Der Doppelpack des Düsseldorfer Anführers. Kein Abseits. Das Zuspiel von Rösler Zucker. Der Abschluss eiskalt und kühl gemacht von dem Kapitän Andreas Lamberts. Dann kam es noch dicker für den FC St. Pauli. André Schubert musste diesen Platzverweis verkraften. Es gab zu Recht die zweite Gelbe für Innenverteidiger Thorand. Hier sein Ellenbogenschlag gegen Beister. Damit wurde es für St. Pauli natürlich unerhört schwer. Zumal es dann noch diese Szene gab. Wieder Maximilian Beister vorbei an Gunisch, vorbei an Schachten und rein ins Tor zum 1:3 in der 75. Spielminute. Maximilian Beister mit seinem Tor, seine ganze Klasse stellt er hier unter Beweis. Sensationell starker Auftritt von Fortuna Düsseldorf. Sie gewinnen am Hamburger Millerntor gegen André Schubert, der mit Pauli die zweite Heimpleite am Stück.